Der blinden Hund für den Pflegenden in der Blindenheit, der Hund. Ich gebe zu, ich kann nur vermuten, was ich meine, aber für den blinden Menschen der blinden Hund und in der Pflege das Pflegetier. Jetzt haben wir es. Und das Pflegetier, was weiß ich, werden wir schon was finden. Naja, der Waschbär, die WC-Ente, die Küchenschabe packt ja auch schon mit an. Also so in diese Richtung. Ich möchte jetzt hier aber auch keinen Schleier über diesen eigentlich schönen Abend werfen, denn man hat es natürlich selber in der Hand. Man muss ja nicht sofort eingewiesen werden, denn man kann ja gegensteuern, ja, durch gesunde Ernährung, machen alle, oder durch Vorsorge. Ja, kann man immer hingehen, der Mann einmal im Jahr hier, ne, große Hafenrundfahrt. Sport, das ist ja auch momentan angekommen, in der Mitte der Gesellschaft. Alle machen Sport, das ist ja das Motto unserer Zeit, ja, Turne in die Urne, yeah. Und man kann im Alter alles tun. Man kann reisen, das Kreuzfahrtschiff, es wartet schon. Man kann soziale Kontakte pflegen, selbst Geschlechtsverkehr ist bis ins hohe Alter möglich. Ja, durch den Einsatz wundersamer hellblauer Pillen, man ist spitz wie Rettich. Und das Alter hält ja nochmal völlig neue erotische Horizonte bereit, die man erschließen kann. Also unser Kollege Hallervorden, Didi Hallervorden, oder? Er war es, ne? Genau. Er hat jetzt mit 86 Jahren geheiratet, eine 30 Jahre jüngere Frau. Das ist ein Privileg des Alters. Sex mit einer 30 Jahre jüngeren Frau. Das kriegst du mit 29 noch nicht hin. Ja? Und ich stelle mir das sehr tröstlich vor, in einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, dass vielleicht auch der letzte Atemzug irgendwie, ja, erotisch begleitend darüber läge. Also wenn man quasi während des Höhepunktes das Zeitliche segnen würde. Ich meine, was gibt's Besseres? Also kommen und gehen. Ja, das ist so. Ja. Die Scheide ist ja quasi Werkzeug dann in diesem Falle. Ja? Und ich kann mir, also wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wenn man beim Vögeln abamselt.